wie kann ich denn Erfolge dieser Transformation dann messen? Also die Transformation ist dann Erfolg, wenn ich wahre Änderungen sehe. Also ich kann es sehr einfach messen, indem ich zum Mitarbeiter gehe und sage, hat sich was verändert. Gut. Das ist aber jetzt für denjenigen, der zahlenorientiert, Zahlen, Daten, Ja, Fakten, sehr subjektiv. ist vielleicht nicht ganz ausreichend. Was wir haben im Endeffekt ist, wir arbeiten auf 3 Monatsebene. Also alle 3 Monate wird eine Sache fertiggestellt, Transformationsinkrement, so wie wir das nennen. Und alle 3 Monate findet eine Demo statt, wo die Teams, die involviert sind, die Personen, die involviert sind, ändert sich auch über 3 Monate, wer involviert ist, ist also nicht eine feste Gruppe, zeigt allen, die in der Organisation sind, das ist offen für alle, was sie in den letzten, sagen wir mal, 90 Tagen, 3 Monaten gemacht haben. Und wir nennen das halt Demo, also ähnlich wie jetzt im agilen Umfeld ist, ähnlich wie eine Review, ne? Ich zeige die tatsächliche Änderung und ich schaue auch, wie sich das, was ich gemacht habe, also die Umsetzung von Transformation Epics, wie das einzahlt auf die Strategie des Unternehmens. Weil der Living Transformation Ansatz vergisst nicht, dass wir auch eine Strategie haben, in der wir uns entwickeln wollen. Und die Brücke zwischen der Strategiearbeit und der Umsetzung der Transformationsarbeit ist über Objective und Key Results gegeben. Das ist jetzt nicht Kernbestandteil von Living Transformation, sondern das ist halt die Brücke zur Strategiearbeit. Und jede 3 Monate gucken halt die Transformation Epic Teams mit ihrer Arbeit durch die Demo, wie haben wir contributed, wie haben wir zu diesen OKRs, wie haben wir auf die Strategie, auf die Ausrichtung, auf die Zukunft der Unternehmung eingezahlt damit. Und das dann halt auch in einem öffentlichen Umfeld, wo wirklich jeder eingeladen ist, muss nicht jeder kommen, jeder, der möchte, aber die möchten, sind dann auch eingeladen. Es ist nicht ein elitärer Kreis, wo dann gesagt wird, ihr seid denen wir es zeigen, sondern es ist die Gesamtorganisation. Okay, ich glaube, wir müssen kurz erklären, was Objectives und Key Results sind, dass wir alle abholen und was ein Epic ist. Vielleicht kannst du da ganz kurz drauf eingehen. Gerne. Ich fange mal bei dem Epic an, dem Transformation Epic. Das ist im Endeffekt ein Thema, was sich aus Ideen generiert hat, was eine ganze Organisation betrifft, was ein bisschen länger ist, was eine Verbesserung ist. Es gibt da bestimmte Kriterien, dass es ein Transformation Epic ist. Wir sprechen hier im Agilen von einer Definition of Readiness, dieser Kriterienkatalog. Und dieser Transformation Epic gibt es halt mehrere. Das sind im Endeffekt die Inhaltsbausteine, wie so Körbe, wie so ein Inhaltskorb, wo halt ein Thema drin ist. Und der Transformation Epic zeigt halt auf, wie ist die Situation im Moment, warum ist das ein Schmerzpunkt, was möchte ich nicht wie, aber was möchte ich verändern. Das Wie kommt während der Arbeit. Und was sind vielleicht Leading-Indikatoren, also Dinge, die wir beobachten können in dem Moment, wo wir gerade daran arbeiten, dass sich diese Situation verbessert. Das ist ein Transformation Epic. Und Objective und Key Results ist ein Framework, wie man Strategien einer Unternehmung mit der täglichen Arbeit, also sowohl mit der Aufbauorganisation, mit der Ablauforganisation und mit der Transformation in Verbindung bringt. Für die, die etwas älteres Semester sind, also ich hatte damals noch Ich habe Ende 90er Jahre studiert. Ich habe sowas wie eine Balanced Scorecard von Kaplan-Norton auch als Instrument zwischen Strategie und Umsetzung. Im Endeffekt ist das ein anderes Instrument, ähnliches, aber anderes Instrument wie so eine Balanced Scorecard damals von Kaplan-Norton. Ne? Hat ein paar andere Sichtweisen drauf. Ursprünglich wurde das mal entwickelt und dann auch groß gemacht von Google Ventures. Ist ein interessantes Konzept, kann man auch außerhalb der Living Transformation einsetzen. Ist ein spannendes Konzept. Wichtig da allerdings ist, dass man es nicht nur übersetzt, alte Welt, wie man früher Strategie umgesetzt hat, zu neuer Welt, Objective und Key Results, sondern da findet auch ein Umdenken statt, wie viel bei vielen agilen Themen. Und man kann es gut machen. Kann es aber auch komplett, ich sag mal, gegen die Wand fahren. Ich finde es ein gutes Konzept,
Und jedes Konzept ist besser als kein Konzept, weil was das Schlimmste, was passieren kann, ist, man fragt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und sagt, was ist denn eure Strategie? Na, weiß ich nicht. Lass mal noch kurz auf dem Handy mal eben gucken. Oh, Strategie. Ach ja, das ist die Strategie. Dann kommt die Folgefrage, die ist noch fieser. Die Folgefrage ist, ja, und wie ist die Strategie verbunden mit der täglichen Strategie, mit deiner täglichen Arbeit? Ja. Guck einmal rumgucken im Büro. Keine Ahnung. Ja. Ja, und das hängt halt damit zusammen, mit einem Punkt halt, dass zwischen Strategie und Umsetzung halt keine Brücke ist. Da setzt eine OKRs halt rein. Und ein zweiter Grund ist halt, wie die Strategiearbeit gemacht wird. Das ist übrigens in dem Buch, in dem ersten Kapitel ausgeführt. Das ist der Ansatz der Living Strategy. Den haben wir auch bei einem sehr großen internationalen Energieanbieter, Utility nennt man das, glaube ich, auch angewendet. Aber das ist ein Buch, ein anderes Kapitel und auch für sich auch nochmal eine andere Thematik. Die Strategiearbeit. Es geht, heißt nicht, dass ich jede Sekunde eine neue Strategie habe, aber die Art und Weise, wie ich sie entwickle, die ist halt anders.